Ja, Leute, und damit ein wundervolles und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 4. Wir spielen heute, schwer unschwer zu erkennen, das Lego Speed Update, also das DLC, das ja letztes Jahr im Juni dazugekommen ist, werden wir jetzt anzocken. Ich freue mich wirklich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst, by the way, gerne ein kostenloses Abo da, ein Däumchen nach oben. Würde mich freuen, wenn ihr die Glocke aktivieren würdet, dass ihr nichts verpasst. Und ja, es wird megamäßig spannend. Es gibt unter anderem den Lego Senna. Ja, und man muss sich da die Sachen zusammenbauen, indem man in Rennen fährt, bekommt man dann Teile. Hier haben wir dann, aber schauen wir uns das Ganze erstmal an. Cool. Mega, ich liebe Lego. Okay. Wow. Und los geht's. Hier ist unser Lego Senna und wir müssen gleich mal wohin fahren. Ja, hier haben wir dann diese ganze Lego Map, die dann erscheint, wenn man ins Lego Update geht. Oh mein Gott, ein Super Jump. Wow, okay. Ach du heilige Scheiße. Leg das Lego Rally. Schau dir das Ganze mal an. Alter, was ist das bitte? Halleluja! Alter, das Auto fährt sich extrem gut. Und wir fahren auch wirklich jetzt mal den Senna, muss ich sagen. Halleluja! Okay, sorry. What the fuck, Alter? Was ist das vor uns? Ist das ein Ferrari oder ein Lamborghini? Ist das der Lamborghini Huracan? What the fuck? Und hier haben wir mal einen Flughafen. Oh mein Gott, da sind Lego-Teile geflogen. Oh mein Gott, und hier kommt der Jump und wir landen als Erster. Oh mein Gott. Lego-Kühe auf der Straße. Und weiter geht's hoch. Oh, der Flug. Alter, der Flügel. Schau dir mal die Flügel an, wenn ich bremse. Das ganze Teil geht in die Höhe. Und ob wir den Weg halten dürfen, weiß ich natürlich nicht. Oh mein Gott, okay. Zack, und hier haben wir nun diesen echt wunderschönen McLaren Senna. What the fuck war das knapp? Wow, schaut euch das Ganze mal an. Ganz auf Yalla fahren wir jetzt mit diesem Auto hier. Alter, ist das ein Mini Cooper? Ja, es ist ein Mini Cooper. Oder der Boost, Halleluja. Und hier sogar ein kleiner... Oh, das ist geil. Fußballplatz, Halleluja. Alter, was das? Ein richtig geiles Update. Mein Bruder hat sich's gekauft, ich glaube um 10 Euro am Black Friday. Also, das war wirklich die Investition, denke ich mal, wert. Also, es ist ein wirklich extrem geiles Update. Wir müssen hier ein bisschen carryen. Wir führen gerade an, aber wir müssen hier auf jeden Fall richtig was noch rausholen. Brickchester, okay. Wäre cool gewesen, wenn es Lego City gegeben hätte. Also das ist ja so die fiktive Welt von Lego direkt. Aber ich glaube, das wäre so eine Riesenstadt geworden wie New York oder so. Und hier raus Vollgas. Aber der Mini, Alter, die haben schon was. 130, 170, ja 130 genau. 160, 170, ja fast 180. Können wir Vollgas durchbrettern mit den Minis. Also das sind wirklich Lego-Gäster. Und hier jetzt direkt sorgen wir uns an. Alter, da liegt ein Speed hin, dieser Wahnsinn. Und, komm. Wir werden nur Zweiter, glaube ich. Zweiter, okay. Ist nicht so schlimm. Dritter? War das knapp? Selten Erfolg freigeschaltet. Und hier haben wir nun das Lego-Update. Das wird in den nächsten paar Videos auf jeden Fall ein großer Bestandteil werden unserer Videos. Ich freue mich wirklich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, teilt natürlich auch gern unseren Kanal.
Und folgt uns auch gerne auf Instagram und Twitter. Links sind natürlich unten in der Beschreibung. Ja, stimmt. Also, einsteigen. Das ist unser erstes Auto. Halleluja. Also, ich hätte mir was Glamouröseres vorgestellt, aber ich meine, wir müssen jetzt mal die ersten Sachen gewinnen. Okay. Das ist wirklich eine gute Frage. Also wir werden auf jeden Fall jetzt mal für... Gut. Das wird ein... Ja, Rallye-Strecke. Oh, ich möchte über die machen. Ist das auch eine Rallye-Strecke? Sprint. Okay. Nein, da mach... Oder warte, das gibt 40. Gewinne die Veranstaltung Brickhester Rallye-Strecke. Okay, das wird auch viel. Oh mein Gott, und das sind alles Herausforderungen. Das wird richtig viel Arbeit. Wir werden die nehmen, die habe ich ausgewählt. Und jetzt geht's los. Wir werden unser erstes Rennen heute mal bestreiten. Ich meine, vorhin, das war ja auch schon ein Rennen, aber... Ja, Solo. Horizon präsentiert und ich denke mal, wir dürfen hier nur das Lego-Auto benutzen. Oder den hier. Okay, aber das Lego-Auto hat ein besseres Handling. Wir nehmen das Lego-Auto hier. Schaut euch mal den Schlitten an hier. What the fuck, wir werden unser erstes Rennen bestreiten mit dem Lego-Car. Also, ja, wird auf jeden Fall interessant. Schaut auch richtig geil aus, also richtig gut gemacht. Da haben sie sich richtig was einfallen lassen. Sogar das Ding steht hier drauf, das Datum auf dem Plastik. Also, wie in echt, also wirklich. Schwierigkeitstechnisch fahren wir immer noch auf Experte. Schauen wir uns mal an, wie schwierig das auf Lego wird. Und ja, wenn es funktioniert, dann werden wir weiterfahren. Okay, und hier fahren... Auch normale Autos habe ich gerade gesehen. Wir haben einen besseren Start als ein normales Auto. Kein einziger... Doch, das ist ein Lego-Auto. Nein, kein einziges Lego-Auto. Wir sind das einzige Lego-Auto, was hier fährt. Okay, das wird auf jeden Fall interessant werden. Hey Mann, er dreht mich das Heck weg. Komm schon, Mann. Wir sind natürlich das beste Game für unsere Lego-Steine. Okay, oh mein Gott. Xperia Pack. Back, sorry. Aber das Auto ist, obwohl es so hoch ist und auch so, ja, eine komische Form hat eigentlich, sehr, sehr gut wendig in den Kurven, muss ich sagen. 32%, aber Halleluja, wir werden da richtig abgezogen von den anderen. Also ich komme da nicht mal dran mehr. Okay, die kann man eh Vollgas nehmen. Mann, nein. Fuck. So. Auf der Rallye-Strecke habe ich eine bessere Beschleunigung wie auf der normalen Straße. Vierter wäre nicht der Optimum. Also ich würde schon gern Dritter werden. Und das ist ja auch schaffbar. Die kämpfen ja vor mir. Okay, und jetzt auf die normale Straße. Die 2 und 3 kämpft. 1 kann ich nie im Leben holen, aber 2 und 3 kämpfen. Und das ist schaffbar. Aber auf der normalen Straße ist das nicht schaffbar. Also ich muss da wirklich auf die Rallye-Strecke. Halleluja, da hat mich gerade... Vollgas. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Ja, aber wir kommen dran. So, rauf da, Vollgas den Berg rauf und die nächste Kurve. Komm schon, wir haben 308, das wird nichts mehr. Es kommt ja kein Rallye-Element mehr, schade. Mir ist nur P4, schade. Hätte nicht geglaubt, dass das so... Alter, da ist ein Teil runtergeflogen. Ja, doch noch ein Rallye-Teil. Komm, einer muss noch drin sein, bitte. Ah, das wird nichts, Alter. Unser Auto ist so schwach. Und ich verstehe es halt nicht, warum wir mit den Dings fahren, mit den Lego. Wir mit dem Lego-Auto fahren. Ja, das ist scheiße gewesen. Schade. Ich wäre echt gern nicht mit den Lego, sondern mit den normalen gefahren. Aber das ist anscheinend nicht möglich. Ich war der einzige Lego. Der einzige Lego. Also, ich meine, warum fährt man dann mit Lego-Autos, wenn man dann so langsam ist?
Okay, verdiene mir dann trotzdem die Teile, obwohl ich nur 5... Es gibt einen Wheelspin, zack, und 190.000. Boah, ich habe 3,4 Millionen, Leute. Das erfährt ihr in einem späteren Video, wie ich dazu gekommen bin. Also seid da auch gespannt drauf. Also es wird auf jeden Fall interessant werden. Wir holen uns den Preis ab und jetzt sind es, glaube ich, 3,4 oder so. Sollte es sein, Minimum. Wenn nicht sogar 3,5. Wir werden uns dann natürlich auch ein tolles Auto kaufen. Aber wir werden jetzt doch auf jeden Fall einmal hier... Okay. Die hier. Kann ich nicht das so gleich nehmen? Dirt-Rennen, nicht schon wieder Dirt. Nicht schon wieder Dirt. Ich mag keine Dirt-Rennen, die sind jetzt nicht so mein Ding. So, wir sind nun da zum letzten Rennen für das heutige Video. Ich weiß, ein bisschen kürzer geworden. Ich hätte es mir auch länger vorgestellt, aber es ist so viel zu fahren, wirklich. Also, ich weiß nicht, ob ich dann eher den nehmen soll, aber ich meine, der hat mehr Pace. Wir werden es auch einmal mit ihm hier probieren, mit dem Mini Cooper. Und ja. Und ich freue mich auch wirklich mega, wie gesagt, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist echt extrem gut angekommen bei euch, das Video. Und auch in letzter Zeit richtig viele Subs von euch. Würde mich natürlich freuen, wenn es weitergeht mit vielen, vielen Abos und auch vielen, vielen Views. Also, wenn euch unser Content gefällt, wie gesagt, lasst gerne ein kostenloses Abo da und ein Däumchen nach oben. Wir starten ins letzte Rennen mit Experte hier. Und ja, wieder kein Lego. Oh, doch, da vorne, oder? Ist das nicht ein Lego? Nein, das ist kein Lego. Der Just Real BTV ist doch kein Lego. Das sind alles keine Lego. Das ist schon wieder so lächerlich. Okay, ich werde entweder die Schwierigkeit darunter drehen, dass wir mal die Chance haben zu gewinnen mit dem langsamen Auto. Oder ich werde, ja, die Schwierigkeit drauf drehen. Ja, man hat es so weggedreht. Aber wir kommen da jetzt gut mal mit. Und nun kennen wir ja ein bisschen die Schwachstellen des Autos. Und natürlich auch den großen Vorteil hier in Offroad. Also da ist das Auto richtig gut. Halleluja. Na, das war nicht so gut. Na, okay. Ich hatte es weggedreht, ich wollte dann die meiste Zeit gut machen und ja. Und da vorne kleben wirklich alle zusammen. Von 5 bis 1. Alle in einer Wurst hier. In einem fetten Kugelball. Und höher in die langsame Kurve hinein. Oh, schade. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich einen Teil verloren habe. Sadala, Vierter. Und wir, glaube ich, haben jetzt endlich mal die Chance, Erster zu werden. Und das wird auch das Video heute abrunden, ein bisschen. Zack, Dritter. Und in der langsamen Kurve könnten wir jetzt mal Leute holen. Ja, nein. Aber wir kommen hier im Sandwich raus. Blau, Rot, Weiß. Ich glaube, so eine Flagge gibt es nicht. Aber ja, Russland hat so ähnliche Flaggen. Frankreich auch. Aber ist mir egal. Wir werden hier wieder von diesem blauen Auto geroastet, auch vom Weißen. Und der nächste überholt uns auch fast. Also, es ist nicht einfach mit den Lego-Autos. Aber man kann tatsächlich, wenn man ein bisschen Glück hat, gut überholen. Und wir sind Zweiter. Also, Zweiter wäre schon mal, ja. Oh nein. Ja, haben wir jetzt nicht so viel verloren. Zack, rauf da. Und der Blau, glaube ich, struggle ein bisschen. Ja, sorry, Mann. Aber das schaut so ähnlich aus wie das Rennen, was wir vorhin hatten. Also wirklich. Ich bin mir nicht sicher, aber das könnte das gleiche Rennen sein. Ist mir egal. Wir haben noch eine Kurve und dann könnten wir unser erstes Lego-Rennen gewinnen. Und ja, wie es ausschaut, ja, das gewinnen wir. Schaut euch diesen 6 Jahre an. Wir gewinnen das erste Rennen mit unseren Lego-Orte hier. Das ist auf jeden Fall ein großer Moment. Und das sogar mit einer Sekunde Vorsprung ist auch nicht schlecht. Ich meine, ja, es war jetzt nicht ganz so hundertprozentig fair, dass wir wohl mal über gegen den Blauen, aber ich hätte es uns nicht geschafft. Und ich meine, man kann mal, ja, ein bisschen chill, calm down. Leute, ich würde mal sagen, ja, wir haben so eine Aufnahme von circa 25 Minuten. Das würde so für ein Video für 15, 16 Minuten reichen. Also, ich würde mal sagen, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lasst gerade gerne ein Däumchen nach oben da, ein Abo und wenn ihr es voll machen wollt, aktiviert gerne die Glocke, dass ihr dann nichts mehr verpasst. Hört was mal. Natürlich geht es auch wieder das nächste Mal weiter hier im Lego-Update. Also, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal und ciao.